Ja, erstmal Glückwunsch an Lars und seine Mannschaft. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Torchancen meine Mannschaft heute rausgespielt hat. Ich kann es ja kaum noch mitzählen. Deswegen denke ich, wenn man das ganze Spiel Revue passieren lässt, dass es am Ende hätte gut und gerne 5:5 stehen können. Aufgrund der Torchancen, die wir hatten. Aber der Gegner hatte auch 2-3 noch, nachdem wir aufgemacht haben. Alles in allem bin ich natürlich sehr enttäuscht, dass wir hier nichts mitgenommen haben. Ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, es wäre einfach gewesen für uns hier mindestens einen Punkt mitzunehmen. Aber leider Gottes haben meine Spieler heute vor dem Tor versagt, waren zu unkonzentriert, haben zu leichtfertig, sind sie mit ihren Chancen umgegangen. Und da muss man auch sagen, haben wir hinten aber auch heute 2-3 eklatante Fehler gemacht, die uns normalerweise nicht passieren. Wobei ich aber auch sagen muss, da beim einem oder anderen Tor ist auch ein Foulspiel vorausgegangen und der Schiedsrichter hatte sicherlich heute auch nicht den besten Tag. Aber alles in allem, die Mannschaft, die meisten Tore schießt, die gewinnt. Das hat Felbert heute gemacht und dementsprechend ist der Sieg natürlich am Ende auch verdient. Dankeschön.